Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell. Ja, mit dem hallo. Bram, dem Christian, dem Sebastian und mir, dem Peter. Bram ist hier die ganze Zeit am Rumkotzen. Ja, aber bitte nicht auf unseren Grill. Ja, was hat er denn schon wieder gegessen, der Junge? Unbekannte Frucht sieht aus wie eine Mango. Oder eine Tomate in Gelb eher so. Nicht wie eine Mango. Tomate. Warte mal, wie ist denn das gleich mit dem Feuer? Wie kann man das dann reaktivieren? Konnten wir das kleine reaktivieren? Ja, das ist nie ausgegangen. Also habt ihr das kaputt einfach gemacht? Sollen wir einfach so ein kleines Feuer noch hier neben machen? Einfach damit wir noch mehr, noch mehr braten können. Finde ich eigentlich auch keine schlechte Idee. Aber vier Plätze ist jetzt auch noch nicht so der Knaller. Nee, das stimmt allerdings. Wobei ich jetzt auch nichts mehr habe, was ich da drauflegen könnte, muss ich leider sagen. Ich habe nur noch so Würmer und so ein Karifleisch. Aber was macht man mit so einem großen Palmwedel? Ja, stimmt, hier sehen wir das Feuer und nehmen wir Menschenfleisch, weil ansonsten habe ich nichts mehr. Ich fäll mal einen Baum. Also ich habe jetzt hier die Holzlager hingebaut. Also da können wir jetzt alle möglichen Arten an Holz. Frag mich auch noch, platzieren, wenn wir bauen. Wie man Pflanzen und Pilze überhaupt entdeckt. Also selbst wenn du Pilze isst, sind die danach ja immer noch unbekannt. Ja, genau. Die wird höchstens angezeigt, was die für einen Effekt haben. Mhm. Ui, den musst du dann auch behalten. Also ja. Jungs, am besten all eure Hölzchen immer da reinstecken, damit ihr weiter sammeln könnt. Ah, wenn man was... Bin ich bei. Wenn man was ausgekotzt hat und danach was isst, nur zur Info, dann kotzt man direkt wieder und du musst erst warten, bis unten links der Timer abgelaufen ist, dass du nicht mehr kotzt. Ja, okay. Wir haben schon mal zwei Holzscheite. Da ist eine Krabbe. Ja, warum hast du schon mal im echten Leben am Kotz direkt was gesnackt? Das habe ich aber wirklich schon mal gemacht. Das war, aber ich habe wegen was anderem gekotzt auch. Ja, wegen Alkohol wahrscheinlich. So, das Kleine ist auch an. Sehr gut. Ja, nice. Moment, aber das, genau, Glut brauchen wir noch. Ist das Feuerbrett noch irgendwo? Hier liegt ein Feuerbrett noch, ja. Ah ja, perfekt. Okay. Da kannst du das basteln mit. Du brauchst einen kleinen Stab, glaube ich, und das Feuerbrett. Dann bitteschön. Ah ja, Peter, richtig fleißig hier. Na klar. Naja, Stock, Junge, aber wir brauchen ja noch Speere alle, ne? Ja, ja. Warte mal. Aua! Also, wobei ich habe einen. Oh Gott, neuer Eintrag zu Kratzer Abschürf. Okay, lauft nicht über das Feuer. Oh. Hattest du denn jetzt was zum Heilen, Christian, oder nicht? Ja klar, Scheiße, ich habe also kein Seil. Ja, alles gut. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder untersuchen. Nein, nicht den Speer. Alter, eine Riesenkröte. Muss mich mal wieder kurz hinlegen, ich bin ganz schön am Sack. Okay, Arm sieht wieder alles top aus, ne? Also Wurm mit der Nadel rauspieken, funktioniert super. Und danach musst du das mit einem Blatt verbinden. Jetzt ist alles wieder top am Arm. Perfekt. Ja, cool. Ich habe noch 6 von diesen Knochensplittern. Und sobald du einen Knochen hast, kommen da, glaube ich, irgendwie 3 raus oder so. Ja, cool. Das so, ist gut. Mein Bein sieht aber nicht so schön aus gerade. Oh, trinken, Leute. Regnet gerade. Ja, ich bin gerade am Schlafen hier. Nichts mit trinken. Jetzt sollten wir dann noch gucken, wie wir irgendwie so diese Hängematten, das müssten wir mal rausfinden, wie wir die machen. Also wenn du dir den Wurm rausziehst, aber ich bräuchte vielleicht nochmal... Dann habe ich plus ein geistige Gesundheit sogar. Ja, bei mir ist das irgendwie leicht entzündet, würde ich sagen. ja, Christian hat doch gesagt, wie du gesagt, musst dann nach machst du heilen, so einen, ne? Blattverband da drauf. Ja. Okay, da war ich dann mit dem Game beschäftigt, aber haben wir dafür Materialien? Ja, hier, ich hab sogar noch eins da. Einfach auf den Stein ziehen, dann machst du einen Verband. Ja, gerade mal einen Krebs. Was daneben? Okay, ich muss. Ja, du hast auch das Löchlein da an dem Arm. Genau. Rucksack da. Ey, nicht fallen. What the fuck? Du musst den auf dieses kleine Ding da aufziehen. Ja. Oh, ey, wie tötet man denn so einen Krebs? Naja, mit dem Speer. Ich hab den einfach abgestochen. Okay. Ja, okay. Ja, das hat dann geklappt. Aber isst den nicht direkt von deinem Speer aus. Nee, ich nehme den mit zum Braten hier. Eine Languste. Okay, also eine Banane kann man nicht braten? Nicht kochen. Ja, also, geht nicht. Ja. Kurz mal ein bisschen schauen. Alter, die brasilianische Wanderspinne ist jetzt gekocht. Ist halt eklig. Ich kriege auch nicht so viel Penalty aktuell auch für meine Konstitution, ne?
Also das war vorhin irgendwie schlimmer. Irgendwie waren wir da in so einem Teufelskreis. Scheiße. Das ist doch ganz... Wie macht man nochmal einen Speer? Ja. War das nicht ein langer Stock? Langer Stock, so eine Liane und dann so eine Spitze. Eine Spitze? Ja. Der zwei Steine, wenn du die kombinierst. Ach, ja. Warte mal, wir müssen eigentlich nochmal gucken, dass wir hier unseren Trockenstand auch dauerhaft trocken kriegen, ne? Wie machen wir das denn? Ja, indem wir das Ding ein bisschen weiter rechts davon aufstellen. Oh, warte mal, haben wir noch Vogelnestfasern oder trockene Blätter? Ja, trockene Blätter habe ich noch. Ja, warte mal, hier, die brauche ich noch. Kann ich einen Frosch nicht... Mir ja, warte mal. Hier ist Kohle. Hier. Liegt hier vor mir. Neben unserem Lagerfeuer liegt jetzt immer Kohle. Ja, weiß ich noch nicht so ganz, was wir damit machen. Aber wahrscheinlich irgendwie in diesen Lehm-Dingens machen. Wie kommt man eigentlich an Lehm, Bram? Wo hast denn du das gefunden? Einfach Wasser rechtsklick. Alter. Wo ist das Blatt hingelegt? Das liegt hier vorne auf dem Boden. Warte mal. Hier, genau vor mir. Ah ja. Mehr eine vielleicht halt den Unterstand vielleicht so bauen, sodass du halt wenigstens irgendwie die Hälfte drin hast, if you know what I mean. Ne, ihr wisst alle nicht, was ich meine, weil ihr alle nicht aufpasst, was ich gerade hier getan habe. Aber ging das denn mit dem Dach denn jetzt? Weil so ähnlich stand es ja vorhin auch, oder nicht? Ne, stand viel weiter links. Ja, aber du hast jetzt doch... Ach so, links der Stock, der hat reingeballert, oder was? Ja, genau. Ah. Ja, dann lass das doch so machen. Feuer brennt auch. Das kann man jetzt noch nicht testen, ob das mit dem Palmdach geht, oder? Nee, das kann man... Glaube nicht. Nee, du musst das erst mal fertig bauen. Wie kann man denn, so einen stärkeren, so eine stärkere Axt bauen? Dass man hier so eine... Weiß ich nicht. Palme mal wegballert. Das wäre ganz cool. Und Pilz da hinlegen? Ja, das hilft nicht. Schnecke kann man auch noch da hinlegen, oder? Ja, Schnecke müsste, glaube ich, gehen. Wo ist denn der Lehm jetzt hin? Kann man den Lehm nicht ablegen? Halt echt ein Problem für mich ist aktuell die Fette. Nüsse halt. Ja, Nüsse und Fleisch brauchst du. Ja, das ist auch, habe ich noch gar nicht. Aber gefühlt ist der Nachteil dadurch nicht so riesig, dass du das nicht hast. Was war nochmal das Grüne? Das war Fett, ne? Glaub schon. Mhm. Genau, ein bisschen Holz sammeln hier. Ja, ich versuche auch jetzt mal hier so ein unser neues zu Zelt. Kohlenhydrate ist irgendwie das geringste Problem, aber so richtig hinterher kommen wir mit dem Fleisch und so nicht. Ja, Kohlenhydrate wegen den Bananen ist halt easy, ne? Aber wir haben ja vorne Bananen, wa? Ja, wenn du Bananenstaude findest, dann... Da, schon wieder ein Krebs! Baumfeld! So. Holy shit. Was ist denn Pekari? Das ist so ein kleines Vieh, was durch die Gegend rennt. Ah. Sieht aus wie so eine denn so. Hier eine geile Banane. Die müsste an den Stauden sein. Ja, die hängen an so die hängen so falsch rum runter. Weißt du, wenn der Baum. An der roten Blüte kommt. An dem Ding. Genau, da ist so eine rote Blüte dran und die kommt quasi von oben. Nur ein Tagebucheintrag mit Dreck gekriegt, Junge. Ja. Was? Hände waschen. Was ist denn Kokosnussbidon? Was heißt das denn? Kokosnuss mit Seil kombinieren. Ich weiß nicht, was ein Bidon ist. Haben wir nochmal Kokosnüsse gefunden? Also eine ganze oder eine halbe? Nee, weil ich habe auch nicht mehr gesucht, ehrlich gesagt. Eine ganze mit Seil, glaube ich. Eine Kokosnuss mit Seil kombinieren. Das ist irgendwas, was ich in einer Falle oder so. Ja, oder irgendwas, was du irgendwo aufhängen kannst. Auch nochmal für Wasser oder so, keine Ahnung. Oh ja, stimmt. So ein Sammelding. Ich habe noch einen Egel. Gefällt mir aber nicht. Ich frage mich. Snack dir den einfach. Das ist Essen to go, Bram. So, hier haben wir so einen fetten Holzscheit. Trinken. Alle, die müssen. Ja, die dicken Holzscheite habe ich die noch nicht so richtig. Auf Uhr sagt, ein bisschen trinken. Nein, nicht nehmen. Hier, Exkremente. Was mache ich damit? Essen, nehmen, Essen. Finde ich auch gut. Essen klingt immer super. Okay, mit Lehm kann man sich so ein richtiges Haus bauen. So mit Lehm, Kaminwand und so einem Shit alles. Ja, kannst du so einen Ofen und sowas machen. Okay. Aber da brauchst du halt Ziegel für. Und wie wir an die Ziegel kommen, weiß ich noch nicht. Versuch mal den Lehm an dem Lagerfeuer. Nee, dafür brauchst du einen Lehmmischer, mein Freund. Ah. Der erlaubt dir die Herstellung von Ziegeln.
Dafür brauchen wir jetzt 4 Stöcke. Hin. Ja, bin ich jetzt gerade bei. Braucht das die Stöcke. Großen? Nee, normale Stöcke. Die Stöcke, die liegen ja da. Stöcke habe ich auch. Und wir haben aus unserem also Lager dafür. Liegen die auch. Oh, welche? Da ist Mr. Krabs. Holzscheit. Ich treibe Mr. Krabs auf euch zu, aber ich habe ein Holzding in der Hand. Der ist jetzt hier bei den Stocksammeldingern im Gebüsch. Der kommt jetzt bei den Stocksammeldingern. Ich hab noch keinen Speer, leider. Der ist jetzt im Lager. Ja, ich hol ihn. Komm her, da ist er, Krabs. Mr. Krabs ist hier. Da. Kannst du ihn haben? Nein, du musst ihn treffen. Komm schon. Sepp, wann ist da los bei dir? Weiß ich nicht. Wo hier ist er? Hinter bei den dir. Kokosnüssen. Da. Komm her, Mr. Krabs. Alter, krieg diese Krampe nicht dein Ernst. Nein, jetzt häng ich an dem Dach fest. Die ist geflohen. Wo ist er hin? Oh Mann. Oh, wir haben eine Kokosnuss gefunden. Ja, das ist schon. Oh ja, mach der kombinieren mal mit Seil. Eine grüne? Nee, ne? Die musst du einmal häuten, glaube ich. Ja, das weiß ich. Probier erstmal so mit Seil. Bei mir heißt das da immer nur Kokosnuss, wenn du die Kokosnuss. Kokospalmgrün heißt die, genau. Ja, genau. Kokosnuss kriegst du, glaube ich, erst. Egel? Ach komm. Nee, kann ich auch nicht. Also mit der kann ich auch nicht handwerkeln. Fucking okay. Egel, ey. Erweitert. Herstellen. Mit einem Seil, sagst du, ne? Warte. Kokosnuss-Bidon. Oh, da ist eine Trinkflasche. Das ist eine Trinkflasche. Oh, nice. Kokosnuss und Seil. Also so eine Liane. Ja. Okay. Alter, wie awesome ist das denn? Unser Feuer ist ganz schön nicht besetzt. Oh, ich hab tatsächlich verbranntes Fleisch. Also wir müssen wirklich auch gucken, dass wir das Fleisch rausnehmen. Okay. Okay. Also hier ist halt Kohle quasi. Aber ich finde keine Larven aktuell. Also ich habe nichts für den Köder. Ich habe noch einen Köder. Also ich kann das mal. Steck mal auf die Fallen. Okay, Holzscheite brauchen wir jetzt noch für das Lehmding. Also die großen Holzdinger. Genau, zwei hatte ich gebraucht. Aber wenn du so einen Baum fällst, diese kleineren, dann hast du nur zwei Holzscheite. Kann ich eigentlich so einen Baum fällen? Nee, aber. Nein. Und ich finde keine Bäume mehr. Machen wir ja alles voll Schnecken. Zumindest Schnecken können wir ja auch braten. Oder piept irgendwas, ist weggerannt. Cool. Was ist das denn? Ein großer Stein, den ich nicht. Oh shit, ich hab mir ja wieder. Motherfucker. Hab ich gerade auch schon einen großen Stein gefunden, direkt zum Lager gebracht. Alter, was ist das? Ameisen! What? Was? Da ist ein. Okay, ich geh mich mal waschen. Was ist da gerade bei dir passiert, Christian? Da ist so ein Riesenhügel, weißt du, so wie du die aus dem Wald kennst, so ein Dreckhügel. Und ich glaube, das ist ein Termitenhügel. Und dann hat er sich so über den Arm gehauen und ich habe irgendwas weniger gekriegt. Und jetzt gucke ich mal eben nach dem Eintrag. Ah, weiß. Ja, Ameisen oder Termiten oder sowas, das fanden die gar nicht geil, dass ich zu denen gelaufen bin. Leute, hier neben mir trinkt gerade ein Tier am Wasser. Ja. Neben mir ist ein Papagei runtergefallen. Ja, habe ich. Oh, wir brauchen noch mal 4 Holzscheite. Alter, da gehe ich mich aus Protest erstmal hinlegen. 4 Holzscheite brauchen wir noch. Da, ich habe Mr. Krabs endlich gefangen. Mein Gott, hast du jetzt die ganze Zeit mit Mr. Krabs gesessen. Termiten. Und zwischendurch noch einen Papageien erledigt. Also. Ich habe einen Ausschlag. Oh je. Der ganze Arm hat diese Pusteln. Warte mal, was sagt denn der Eintrag zu Ausschlag? Oh, braucht jemand Fleisch? Ich habe hier eine Languste gerade fertig. Ja, hau die mal drauf. Ja, die ist schon fertig. Verschlechtert Peter. Geisteszustand. Okay, sobald Behandlungsmethode. Wenn ich aufstehe, dann fresse ich die. Ah, die hält jetzt auch echt lange. Werden vom einen Körper Tag, mit der Zeit Tage. Auf natürliche Weise bekämpft. Oder ein Verband. Ah, ist ja okay. Also, Ausschlag ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe irgendwas in meinem Magen. Ich habe so einen komischen Kotzfleck unten links. Ja, dann also sind das diese Würmer? Weiß ich nicht. Nee. Im Magen irgendwas, keine Ahnung, ich hab Kotzfleck. Dein Leben ist auch nicht mehr so fresh, ne? Ne, nicht mehr so ganz. Dann kann ich mich jetzt mal kurz hinlegen. Was brauchst du denn? Ja, weiß ich nicht. Du hast dich gerade verbrannt, das ist schon mal. Ich hab mich echt verbrannt. What the fuck? Ich mach mal das Feuer wieder voll hier mit Schnecken und so. LOL! Hier gegen die Würmer habe ich Pilze, Peter. Okay, das war dumm. Komm mal her. Ja, warte mal. Ich guck mir kurz meine Verbrennung an. Ich hab grad meinen Speer verloren. Ach du Scheiße. Ich hab dem kleinen Vieh meinen Speer in den Rücken geworfen und dann ist mit dem Speer weggerannt. Ja, geil. What the fuck? Awesome.
Ja, toll. Okay, bin wieder einigermaßen fit. Zumindest was richtig dann angeht. Ich kann Snacker-Move. Sepp. Was wolltest du mir geben? Was zu essen? Ach so. Ja, du wolltest mir doch irgendwas wegen den Würmern geben. Ach so, oder den Pilz, genau. Ja. Ich Würmern muss gerade mal rauspulen, ne? Nee, im Magen. Nee, genau, ich habe irgendwas im Magen. Also im Magen gibt es so Würmer, die fressen, die machen dein Essen weg. Komm mal her. Das heißt, du hast deine Hände nicht gewaschen, als du gegessen hast, mein Freund. Ja, aber wie mache ich denn das? Ja, Hände waschen, rechtsklick am Wasser. Ja, aber das ist doch dreckiges Wasser. Ja, da. Ja, aber waschen kannst du dich ja trotzdem damit. Die müssten die Würmer, dann müsstest du unten minus eins Würmer haben oder sowas. Kann das sein? Nope. Okay, dann hast du irgendwas anderes. Okay. Keine Ahnung, was du dann hast. Wasche ich mir doch mal die Hände. Oder ist an sich auch eine gute Sache für mich. Peter ist einfach ein Entrepreneur in Sachen Krankheit. Lehm nehmen. Oh, man kann hier Lehm einfach aus dem Fluss nehmen. Einfach irgendeinen Ausschlag gekriegt. Den Ausschlag habe ich, wie gesagt, glaube ich, von den Ameisen gekriegt oder so. Dreckige Viecher. Okay, immer noch Holzscheite, dann können wir mit Lehm weitermachen. Ja, ich bin fast fertig sogar. Wie viel Holzscheite hast du denn noch? Zwei brauchen wir noch. Ich kann meinen Arm nicht verbinden. Ich kann Tierexkremente essen, soll ich das mal machen? Nee. Ich glaube, das ist nicht Ram, gut. Du bist aber auch nicht fies vor irgendwas, ne? Menschen, Scheiße. Okay, er gibt 5 Proteine, 4 Parasiten und minus 10 geistige Gesundheit. Mein Ausschlag ist gerade einfach verschwunden. Also der war jetzt so, ich sag mal, 5 Minuten. Ich konnte auch keinen Blattverband drum machen. Okay. Ich habe 2 Holzscheite. Ich habe auch noch 2 Holzscheite. Bring mal den ersten zurück. Aber wir müssen ja noch die Hütte auch wegmachen zum Trocknen, ne? Das macht ja auch alles noch keinen Sinn hier. Lol, hier ist ein totes Tier, wo Fliegen drin. Ich glaube, das bringe ich mal nicht mit. Nee. Aber das hat dufte Knochen. Das kannst du fleddern. Das kannst du fleddern. Knochen. Ja, mache ich sofort, sobald ich den Stein abgeliefert habe. Das ist echt belastet, aber so großen Stein. Wo lege ich den denn hin? Flusslehm kann man da jetzt reinmachen. Peter macht das gleich mal. Ich mach's gleich. Bei unserem ganzen Lagershit. Ich komme gerade noch mit meinen 2 Holzscheiten an. Ich habe gerade auch eine Kokosnuss gefunden. Und kannst du auch die so gleichzeitig tragen? Ja, kannst mehrere Holzscheite gleichzeitig tragen. Oh, und ich habe dir mal eins. Den Lehm kannst du direkt hier daneben holen. Und rein damit. Achso, ja, okay. Oder du machst das direkt. Sepp hat das extra nicht gemacht, damit ich das kurz zeigen kann. Aber ist kein Problem. Ja, aber du kannst zweimal mal. Okay, nee, kannst du nicht mehr. Ja. Ja, da ist aber, fehlt noch was. Lagerfeuer-Asche. Hab ich auch. Willst du dir reinstecken? Hä, wo gibt's denn Lagerfeuerasche her? Am Lagerfeuer. Ist Verwendung, du müsstest da weggucken. Oh, Entschuldigung. Alter. Da, guck mal, jetzt kannst du hingucken. Darf ich schnell gehen? Boah, da passiert was, Junge! Was? Das geht sogar brennt doch gar nicht. Also, was passiert? Was ist da gerade für ein Vorgang? Nee, das ist ja Asche, Peter. Ja, Asche und Lehm aus dem Wasser. Kannst du denn aber noch was draufpacken muss? Nee. Ja, doch. Da hat jetzt auch gehört, Fortschritt zu machen. Ach, vielleicht muss es regnen, vielleicht musst du da Wasser dran ballern? Oh lol, das kann sein, es hat aufgehört zu regnen. Musst du da so eine Dusche drüber bauen? War das die Dusche, die man braucht? Hattet ihr schon rausgefunden, wie man so ein Kokosnussvideo auch voll macht? Ne, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, du musst das quasi auf die Kokosnüsse ziehen. Ah, okay. Das habe ich gerade nämlich gemacht. Du musst dich quasi hier vor diese Kokosnüsse hinstellen. Und dann musst du Bidon da drauf ziehen. Und dann läuft der Hase richtig. Alter, wir kotzen den jetzt richtig hart ab gerade. Ich glaube, abgekochte Magen gegessen. Das Problem ist, wenn ich das mehrmals mache, Peter, jetzt ist das wieder... Ja, 2 von 40, ja, 30 von 40, ja, das geht. Ah, du kannst das auch ausschütten. Ah, deswegen... Ach, shit, also ich bin gerade echt wieder verbrannt, ich Oberdulli. Leer, wow.
Also du musst gucken, auf welches Symbol du das Ding ziehst, ansonsten schüttest du das Bidon wieder aus. Warte mal, irgendwas kann man hier aber reinplatzieren. Warte mal, kannst du die Kokosbidon... Ja, das kannst du reinplatzieren. Yo! Du kannst das, Okay, verbrannte Schnecken sind nicht so geil. Deine Flasche kannst du, auf das Lehmding ziehen und dann wird das auch vor... Kriegt das auch bewässert. Genau. Also das geht auch. Okay, das also wenn ja jemand hat, was noch nicht gegessen wurde, ne? Ich bin neuer Mann. Ich zieh alles rein. Frau zieht sich alles rein. Also verbrannte Schnecke macht immer noch 2 Proteine, aber minus 2 geistige Gesundheit. Ja, verbrannte Spinne macht minus 5 geistige Gesundheit. Verbrannte Spinne. Aber dieser so Feuerstehen ist gar kein Problem, seinen Geisteszustand hochzuhalten. Das scheint der Junge echt geil zu finden. Außerdem muss ich mittlerweile richtig krasse Cooking Skills haben. Ich kann Pfeile machen. Ja, wir können Pfeile machen. Das können wir schon super lange. Okay, unser Lehm kann ich mal eben fertig machen. Holy shit, habe ich das alles auf einmal leer getrunken? Oh Gott. Okay. Ja, aber da müsstest du doch richtig viel. Ja, ich bin jetzt voll. Lehm ist ready, Bitches. Lehm ist ready. Peter, ich wollte mich gerade hinlegen, aber dann gucke ich mir noch mal Party an. Machen. Was für ein Lehm ist ready? Der Lehm hier hinten. Ja, was für ein Lehm? Wir haben doch hier extra so ein Ding gebaut. Du hast das doch selber gemacht. Ja, es hätte ja sein können, dass du irgendwie einen Lehmziegel machst. Nee. Was mach ich denn da jetzt gerade? Das sieht schon ein bisschen vagina-mäßig aus. Du hast irgendwas da. Weiß ich nicht. Lehmziegelsteine und die müssen wir jetzt brennen, oder? Nee, die sind fertig. Alter, die sind ja riesig. Holy shit, Alter. What the fuck? Was? Okay, was können wir damit bauen? Ja, eine ganze Menge können wir damit bauen. Das ist oben auch rechts, erstmal sammeln machen. Was passiert denn da? Ach, da oben. Dann werden die wahrscheinlich klein, wa? Lagerkiste, Lehmdach mit Aussparung, Lehmeingang, Lehmseiteneingang, Lehmfensterwand, Lehmkaminwand. Lehmkaminwand, ach du Scheiße. Ja, aber dafür brauchen wir, glaube ich, trotzdem diese Holz... Die kannst du da dran bauen, ne? Ja, wir brauchen trotzdem die Rahmen, glaube ich. Okay, wollen wir... Peter will sie erstmal hinlegen. Dann würde ich einfach doch hier um unsere Feuerstelle rum noch 2 so Dinger dran bauen. Ich bewache die Feuerstelle gerade eh. Ja? Damit das ich kann ihn nicht wird. Weg, sonst wäre ich wahnsinnig. Aber jetzt hier im Lager ist doch kacke, so ein Haus zu bauen, Sepp, oder? Haben wir halt schon eingestellt, fertig, ne? Ja, wir wollen ja nicht direkt ein Haus da reinsetzen, oder? Also setzt das doch daneben. Wofür brauchen wir überhaupt ein Haus? Ja, weiß ich auch Sachen nicht. Hinzumachen. Oh. Also wie auch das Lagerfeuer gelaufen. Weil, also ein Gestell haben wir dann halt schon fertig. Dann haben wir halt ein größeres. Ja, aber du bist sehr begrenzt in deiner Größe des Hauses. Du kannst vielleicht noch 2 dann links nebenstellen und dann ist Feierabend. Okay, wollen wir dann einen Spot gleich mal suchen gehen? Ja. Was zur Hölle hat mich gerade gehauen? Bahnen gekriegt. Oh, mir geht gar ja nicht gut. Aber ich bin geistig voll dabei, ich habe alles voll, also nicht voll, aber ausreichend voll. Ich hab grad Schaden gekriegt. Warum? Kenn ich irgendwoher. Egal. Okay. Hat jemand zufällig noch einen kleinen Stein? Ich suche auch gerade welche. Ja, ich habe noch einen kleinen Stein. Schmeiß ich dir hier am Feuer hin. Dann gehe ich mal kurz schlafen. Kleiner Stein. Dün, dün. Kleiner Stein. Schlange! Ui! Aber ich habe keinen Speer. Was mache ich denn jetzt? Deswegen wollte ich einen kleinen Stein. Das ist eine Klapperschlange. Ich glaube, wenn die mich beißt, ist nicht so cool. Aber weit weg von hier sollten wir aber nicht unser Lager aufstellen, oder? Ja, naja, ist schon richtig. Aber du siehst das auch mit der Begrenzung, oder? Ja, ich sehe das. Ich sehe das. Eindeutig. Aber... Seile? Würde ich einfach mal hier gucken. Ich gehe mal hier ein bisschen scouten. Herstellen. So, ich habe wieder einen Speer. Woo! Uga, uga. Axt. Eine Axt? Oh, wo haben wir denn die Axt her? Da steht auf jeden Fall ein langer Stock oder Seil. Bogen. Langer Stock und Seil wären Bogen gewesen. Ach, guck mal. War ich ja doch nicht so weit daneben. Und
Steinhacke. Wo ist denn die Axt? Da oben. Da. Stock, ah. Stein. Zwei Steine und Seil. Stock, zwei Steine und Seil. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Steinaxt und einer Axt? Wahrscheinlich hält die Axt länger, hört also. Sich geiler an. Ja. Und vielleicht kannst du damit endlich die Palmen auch fällen. Stock, zwei Steine und Seil. Ja, geil. Gönn ich mir doch. Stock. Wo ist der kleine Stein? Put, put, put. Geil! Das ist nice. Okay, die sieht richtig behindert aus. Aber egal. Ich hab einen Bogen! Leute, eine Bogenfalle? Nice. Was ist denn eine Bogenfalle? Was ist denn eine Bogenfalle? Klingt wie eine Falle, wo er so... Leute! Die sieht ja mega geil aus. Da muss so eine, das ist wirklich mit einem Bogen, der so aufgespannt wird. Ich wette die Lust aus, sobald da einer durchläuft. Da brauchst du aber keinen Bogen für. Hier hinten wäre ein guter, freier Spot, um so ein Häuschen hinzubauen. Ich habe tatsächlich, falls euer Erforscherdrang das später mal erlaubt, ich habe tatsächlich groß? Eine Höhle gefunden. Und hier also sind groß überall unser Lager, oder? Ja, ja, genau. Also so groß wie unser Lager, nur das können wir alles frei bebauen. Höhle finde ich auch eine gute Idee. So, ich habe hier mal die... Peter, wenn wir jetzt ein Haus bauen, dann ist das doch vielleicht nicht so smart, dass du die Sachen jetzt hier alle hinstellst, oder? Ja, das ist ja nicht so weit weg davon. Also, ja... ja. Wir werden doch dann so, so alles darüber tragen, oder nicht? Das ist direkt, also ist hier hinter der Kuppe. Ja, komm mal hier, kommt mal rüber gucken. Das ist direkt hier vorne. Hier vorne ist so eine grüne Fläche, drumherum sind hast überall Bäume. Hast du die grüne Bäume. Fläche? Ja, die ist wirklich gut. Und dann hast du überall die Bäume für die Rohstoffe dafür und dann... Na, zumindest die Fallen kann man dann stehen lassen, der Rest ist echt ein bisschen weiter weg. Ja. Boah. Weil, also wir müssen dann überall die Holzrahmen hinbauen, ne? Also würde man ja... Ja, genau. Und, das sind so zwei To-Dos noch. Haus, Höhle. Nächste Folge gehen wir auf jeden Fall die Höhle an, indem wir die mal erforschen. Und ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.